Ein wunderschönes Hallo beim Bausimulator 2015 bei Schlons und Partner. Hier haben wir ein schönes Schild hier. Wir haben jetzt ja quasi eigentlich in der letzten Folge hier unser Domizil bezogen. Oder haben wir noch... Oh, wei. Oh, oh. Ja. Oh, oh. Geh da besser raus. Du machst noch was kaputt. Nein. Nee, nee. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Das ist super. Was hast du denn vor? Nichts. Nein, nein, nein. Ich rette hier. Nee, ich rette Flip mal schnell. Ach, den Betonmischer haben wir gekauft, aber noch nicht benutzt, ne? Das kann sein. Genauso wie den Kran, den haben wir auch gekauft und nicht benutzt. All die Jahre, ich steht da hier rum. Ja, bis halt zu nichts einfach. Nutze. Ja. Könnten wir wenigstens mal Werbung aufhängen hier, so Schlons und Partner, so eine Fahne oder so. Oh nee. Oh Mann. Ja, ja. Das sind wir. Ja, ja, genau. Aber jetzt finden wir mal einen Auftrag, wo wir den Kran und den Betonmischer brauchen. Am besten beide. Oh ja, okay. Hm? Was machst du denn? Nichts, ich stehe hier. Ach, toll, jetzt hast du meinen Kreislauf gestört. Ja. So. Aha, mhm. Aha, mhm. Also, die Taste. Mhm. Moment, wie war das jetzt? Ausschreibungen. Oh, ja. Ausschreibungen. Nein. So, was haben wir denn jetzt hier? Hä? Ja, das ist alles sehr komisch. Ausschreibung, Sonderaufträge. Warum bist du jetzt auf einmal so laut? Ich habe ein Mikrofon anders eingestellt. Oh je, nicht gut. Nee, nee, ich hab's einfach nur, ja. Naja. Das war noch nicht. Machen Sie mal. So wie es immer ist, genau. Machen Sie mal. Man, jetzt wisst ihr, da sind immer so tolle Zeichen drunter. Ja. Aber wir haben jetzt gerade eine Aufnahmesession gestartet, also können wir wahrscheinlich uns mal so ein richtig großes Dingens da reinstürzen. Ja, das können wir bestimmt. Ah, ach so, ja, ja. Da hinten das. Aha. Da haben wir etwas, wo wir Kran, Anhänger, Betonmischer, doch, brauchen wir alles. Echt? Oh, okay. Da bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. Gieße die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle. Aha. Aha. Besorge was mit einem Hänger. Besorge noch was mit dem Hänger. Wieder was gießen. Wieder was besorgen. Wieder was besorgen. Wieder was besorgen. Und baggern. Ich dachte, da wird Kran noch gebraucht. Hallo? Naja, wir sollen ja vermutlich den Kran da einbetonieren oder so. Wahrscheinlich, das wird sein. Ja. Das macht auch nur Sinn. Der ortsansässige Künstler hat da ein Projekt. Ja, ja. Wir müssen den Kran einbetonieren, aber falsch rum, so mit dem Kopf nach unten. Ja, genau. Stimmt. Ich nehme das jetzt trotzdem mal an. Von dem Auftraggeber Hendrik für 127.000 Grütze. Ach, der Hendrik, ja, da machen wir das doch gerne. Nehmen wir das gerne nicht. Ja, 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 weil der es auch echt braucht. So, da haben wir den Auftrag. Gieße die vorbereiteten Elemente auf der Baustelle. So, dann gieß mal. Gieße. Ja, okay. Ja gut, mach ich mal. Kein Problem. Ich fahr mal los. Ich habe ja den Betonmischer da. Da ist zwar nichts drin, aber ich glaube, das ist hier nicht so relevant, oder? Nee. Na, also komm. Also ich denke, also das ist ja wohl jetzt ein Witz. Also natürlich ist das wichtig. Aber wo kriege ich dann hier Betonmischer-Füllmaterial? Ja, bei der Betonmischer-Füllstelle. Wo ist die? Ja. Ja, du bist der Chef, du musst mir das sagen. Nee, guckst du mal auf Freundkarte. Ja, ich guck hier mal. Hier sind nur mehrere Eigenheime, aber ich glaube, das ist nicht das Richtige. Freundkarte. Wo haben wir denn die? Achso, die hat man ja hier. Baustoffhändler. So, was haben wir denn noch an Aufträgen? Was haben wir dann zum Baustoff oder in Stahlwerk? Nee, Hafen. Fertigwandfabrik. Da stelle ich einfach mal so eine Wand dahin. Fahrzeughändler, Bahnhof. Und das ist die Baustelle dann direkt schon. Dann gucke ich doch davor mal beim Baustoffhändler vorbei. Nee. Warum denn nicht? Da muss ich schon hin.
Und deshalb darf ich da nicht hin, oder? Nein, du sollst was gießen auf der Ja, aber dafür Baustelle. brauche ich doch erstmal Gießmaterial, Das Betonmischerfüllung. kriegst du doch nicht auf der Baustoffhändler, kriegst du keine Ja, wo Betonmischerladung. denn Also dann? Ich frag ehrlich, dich seit doch wann die spielst du ganze denn das Zeit. Spiel jetzt schon? Da musst du Seit mal auf der jetzt. Karte ein bisschen rumgucken. Ja, hab ich doch. Das ist das Erste, was ich gefunden habe. Da fahre ich jetzt hin. Wenn du mir nicht helfen willst, muss ich mir selber helfen. Und das endet nie gut. So, Ja. ja. Oder geh einfach direkt auf die Baustelle. Wieso haben die da Füllmaterial? Keine Ahnung, weil es steht halt nicht da drin, dass du da zum hin musst. Ach, stimmt. Na, bei mir steht nämlich ganz klar drin, ich soll erstmal zum Baustoffhändler fahren. Ja, aber dann ist das ja so ein mehrschrittiger. Ja, voll anstrengend. Wie war das denn jetzt nochmal? Wo habe ich denn die da Aufträge? Ich muss auch erstmal Harpe fragen. Ja, genau, der muss mir erstmal eine Kassette ins Ohr quatschen. Ja, haben wir ja noch nicht genug gehabt. Nee. Ja, aber gut, du kannst ja immerhin. Hey, wir haben schon fünf. Was haben wir denn fünf? Ach nee, das bin ich immer noch. Okay, verstehe. Ach, jetzt komme ich da nicht durch, oder was sind die denn? Kann ich hier dann da dran vorbei? Ich wollte doch nur schnell beim Baustoffhändler gucken. Aber ich glaube nicht, dass sie was haben. Glaube ich auch Liegt nicht. aber eher auf dem Weg. So. So, hier. Hallo. Kleine, große, kleine Ziegel, kleine, große, Karo, Stahl, Ausrüst. Nein, ich glaube nicht, dass die da was haben. Bitumen, Zementsäcke, immerhin. Die könnte man da reinschmeißen. Laminat, Rohre, Kabel. Na, aber nicht so richtig. Und da ist auch nichts grün. Nee. Ich fahre erstmal auf die Baustelle. Nicht immer die Leute, die drängeln müssen. Stell dich an wie Ja, jeder ich wollte andere jetzt auch Mensch und hin. nerv nicht. Echt mal. So, ja gut, dann auf geht's zur Baustelle. So, ne, das war ein komischer Kunde. Ja, ich kann Ihnen sagen, es ist so eine Flachzange. Die verkaufen auch Flachzangen. So, was musste ich jetzt einkaufen? Entschuldigung, ich musste mal Mutti Das, anrufen. was grün ist da. Da ist nichts grün. Nee? Nein, Und ich dachte, wir kaufen alles Bio. rot. Ja, echt. Wobei doch, warte mal, ich muss ja auf die andere Materie. Leihfahrzeuge. Nein, nein. Auftrag angucken. Wo kann ich den Auftrag angucken? Ah. So, Muss ich nicht so. mehr hören hier. So. Ja, weil die Stoßstangenkamera ist ein bisschen lauter. Ja. Ist ja logischerweise, weil ja, das Mikrofon hängt ja dann auch direkt darunter. Da. Man kann ja nicht Bandgrundierung. filmen ohne Ach, Ton aufnehmen. Großes Das wäre ja Ziegelstein. witzlos. Nee, Ja, freie Großes Kamera ist ja jetzt hier. Ziegelstein-Ton. Fahre ich überhaupt noch richtig? Ich fahre einfach. Ja, hier links abbiegen ohne zuschauen, natürlich. Kannst doch mal Tja. gucken, wenn da so ein Betonmischer mit 200 Sachen ankommt, dass man da nett da rauszieht. Echt mal. Das Ah. ist halt, wenn man so durchsichtig ist wie du. Ja. Mir Kein wurde schon Mensch will immer dich gesagt, dass sehen. ich ein helles Köpfchen bin. Ja, ein gläsernes Köpfchen. Scheint tue ich, aber macht ja nichts. So. Oh, jetzt muss ich wieder auf Geschwindigkeit kommen. Ey. Das ist ja auch. Nicht so einfach. Nee. Ah, da sind wir ja aber schon bei der Baustelle. Das ist ja immerhin. So. Und was darf ich Ach, was jetzt habe ich das hin? Geräusch vom Stapler vermisst? Dieses ewige Geheule und Gesinge von dieser. Echt, ey. Ja, jetzt bin ich hier. Nein. Doch bin ich, aber ich kann da logischerweise auch nichts reinschütten, wenn ich nichts hab. Probier's doch einfach mal. Du musst Da dir einfach mal muss der Mühe Kran geben. hin. Ach, Quatsch. Nee, doch, da muss der Kran hin. Ja, der soll jetzt was gießen, oder wie? Ja. Ach so, das kann natürlich sein. Du musst so ein Bottich durch die Gegend schöppeln. Das kann auch sein, ne? Ja. Nee, okay, also jetzt bin ich hier. Ups. Da gucken wir uns da. Da haben sie da garantiert hier unten was versteckt. Drogen oder so. Sehr wahrscheinlich. Das wäre die erste Baustelle, die keine Drogen im Versteck hat. Ja, eben.
Das müssen ganz harte Drogen sein, weil ich sehe schon gar nichts mehr. Also Drogen zumindest sehe ich keine mehr. Da muss ganz So. hartes Zeug sein, du. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Jetzt stehe ich hier rum. Aufträge. Ja, die brauchen Wenn nicht, frag doch Betonmüll. den Auftraggeber, den Hendrik. Frag doch mal den. Wer ist denn Hendrik? Ey, von dem haben wir die auch den Auftrag. Aber Hallo, der will uns wie kann später ich den denn 127. ansprechen? Ey, weiß ich doch auch nicht. Der dann redet doch nicht so. Dann frag halt Harpe. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Große Wandgrundierung. Okay. Hä? Wer nichts fragt, ist dumm. Aber Fertigwand, hilft die mir da? Oder das Stahlwerk Die hier? Fertigwand, keine Ahnung, fragst du mal, ob sie dir hilft. Sägewerk, Gartenhandel. Kieswerk. Wo kriegt man denn Füllmaterial? Ja, dann beim Kieswerk. Echt beim Kieswerk? Ja, es sei denn, es gibt doch ein Betonwerk. Ich finde Glaube gerade ich aber kein nicht. Betonwerk. Was siehst du, da würde ich zum Kieswerk anfangen. Beim Gießwerk. Das Ja. würde sogar Sinn ergeben. Ja. Ja, dann gehe ich zum Kieswerk. Ja. Und gucke, ob die gießen können. Ja, zu den Moment, ich sollte Gießbereiter. lieber hier zur Baumschule. Die haben eher Ja, was mit Gießen natürlich. am. Ja, Tut mir leid. natürlich. Tut mir leid. Das ist so schlecht. Ja, ich weiß. Aber du könntest ja den. Wie transportieren wir den Kran? Müssen wir den einfach porten oder müssen wir den tatsächlich mit einem Schlepper irgendwie dahin schleppen? Ja, ach, der schafft das von ganz alleine wahrscheinlich. Das wäre natürlich cool, wenn es mit so einem riesen Kran-Ding-Gestänge da auf irgend so einem Tieflader durch die Gegend Ja. das schöpfen könnten. Das wäre witzig. Erst noch abbauen, dann wieder Ja. aufbauen. Der Kransimulator dann. Ja. Würde So. wahrscheinlich zu weit gehen. Ich denke auch. Wobei, das habe ich heute erst. Nee, gestern habe ich das gehört, tatsächlich. ESL, sagt ihr das mittlerweile etwas? Nein. Electronic Sports League, wenn ich das richtig Aha. übersetzt habe. Einfach kompetitives Computerspielen um Geldpreise, also halt wie andere Wettkämpfe eben auch. So, der Farming Simulator hat jetzt eine eigene Sports League gegründet. Ja, ist doch toll. Ja, wo man dann jetzt über verschiedene Wettkämpfe sich dann eben dann hocharbeiten kann. Oh, wait, da ruckelt's, ich hab den falsch abgebogen. Das hat er nicht mit einberechnet, du. Nee. Und es soll wohl eine Gewinnsumme von 250.000 ausgeschüttet werden. Ja, ist doch toll. Ja, Kann und man so sich Aufgaben mal. sind dann zum Beispiel Strohballen stapeln. Kompetitives Strohballen stapeln. Ja, Mann, das muss man ernst nehmen. Ja, ich ja auch, es ist ja, ne, Farming Simulator. Oh, das finde ich schön. Naja, es ist halt für jeden. Ich meine, das ist ja der olympische Gedanke, jeder kann mitmachen, keine Ahnung. Hä? Moment. Oje, oje. Ja, Aussage war dann auch schön von wegen, ja, das ist vielleicht dann mal ein Computerwettkampf, den die Politiker verstehen. Sehr Nee, hier gut. nicht doch. Ach, Moment, da kann ich jetzt vielleicht hier in die Schütte da reinfahren, aber das wird auch nichts. Das wird auch nichts. Oh, Gar nicht doch. erst probieren. Oder? Was sollst du Hallo? denn gießen? Füllvorgang gestartet. Na toll. Mensch, Füllvorgang gestoppt. Und sagen, wie viele ich hab, tut er jetzt auch nicht, oder? Hä, hey, jetzt wurde wieder gestartet oder was? Was ist denn Jetzt hier? reicht's aber. Nö. Is. Da fahre ich halt nochmal rein. Is. So, hopp jetzt. Wo ist denn unsere Baustelle? Warst du da schon mal? Ich war da schon mal, ja, sieht ganz gut aus da. Das ist schön. Ich finde es auf der Karte nicht. Ja, dann guck halt auf die Karte. Nee, bin schon dabei. Hafen, Industriegebiet. Ah, jetzt. Warte mal, gibt es dafür auch eine Füllstutzenkamera? Das wäre doch schön. Nee, nee, nee. Ausgusskamera, da ist er ja. Klingt alles so eklig. Was denn? Da wird der Ausguss befüllt. Das ist doch ganz okay. Da gibt es eine eigene Kamera hier. Naja. Wunderbar. Füllvorgang gestoppt.
Das sage ich auch meistens irgendwie, wenn es Zeit ist, den Abend zu beenden. Ja. Hey, Sepp, bring mir jetzt mal die Rechnung. Ich habe den Füllvorgang gestoppt. Was denn? 20 kurze schon genug? Ja, heute ist das mein Tag. Genau. Oh, Mann, Mann, Mann. So. Jetzt müsste ich. Ach nee, ich kann das. Ich denke, das kann ich aus meinem Hirn memorieren, wo jetzt die Baustelle ist. Ja. Ich weiß es schon. Auch oft unterschätzt Marmorkuchen, ne? Wenn du mir was lernen willst. Ich sollte einfach nichts mehr sagen, glaube ich. Gut, hier bin ich eben falsch abgebogen. Deshalb kann ich jetzt hier ja nochmal falsch abbiegen und biege dann richtig ab, oder? Nee. Hier waren wir tatsächlich auch schon des Öfteren. Ja, ach, jetzt, ich hab doch gerade erst gefüllt. Da kann man doch nicht da. Also, das ist doch nicht nett. So, gut. Immer wieder diese Zivilisten auf der Straße. So. Was hast du denn jetzt eigentlich gekauft, sag mal? Ich habe erstmal deinen Krams hier mitgebracht, den wir mitbringen müssen. Was denn? Ei, den Krams, was? Den Den Kran, Abschnitt meinst 2. du? Er hat einen Sprachfehler. Nein. Das ist. Ja, den Abschnitt 3 habe ich schon mal. Oh. So, jetzt müssen wir echt mal erstmal den Kran hier auf die Baustelle holen. Ja, sage ich doch. Wie machen wir das denn? Weiß ich nicht. So. Oh, nein, da sind Glascontainer. Die sind böse. So. Schnelleinsatzkran. So. Jetzt ist ja nur die Frage, wo soll ich das hingießen? Einfach hier da so dahin, oder was? Oder was? Vor allem, oder was? modernes, aktive, modernes. Gieße die vorbereiteten Elemente auf der Bosch-D. Ach so. Aber was sind denn hier die vorbereiteten Elemente? Was ist denn Backspace? Das ist hier oben die entfernen, die Shift, die da oben die Taste da. Ja. Wenn ich da drauf drücke, wird er nur zurückgesetzt. Ja, das ist nicht gut. Ja. Nein, ich will ja gerade gucken, wie ich den Kran hier zum Laufen bringe. So. Toll. Und wie geht das jetzt? Backspace, Space, Einsteigen, X. ja. Einfach X oder was? Ah ja, da kommt die Sotschde und läuft voll daneben. Nein, 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 hör auf! Hä? Ja, wo soll ich denn das hin tun? Bist echt ein Hallo? Profi. Ja, aber ernsthaft jetzt mal, wohin damit? Ey, das wird dir das Spiel schon sagen. Frag Tut doch es den ja Bau hier. nicht. Es sagt nur hier die vorbereiteten Elemente. Ich sehe aber nichts, was hier irgendwie vorbereitet ist. Wahrscheinlich musst du die erstmal kaufen, die vorbereiteten Elemente. Das könnte Weil da sogar war auch echt eine sein. Fertigwandfabrik auf der Karte. Nee. Doch. Ja, war es, aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. Natürlich ist das richtig. Nee. Vielleicht muss ich auch einfach nur so. Ich beam mich erst mal wieder zurück zum Pritschenwagen. So. Das hört sich schon mal ganz schlecht an. Oh je. Da machst du dir Weißt, einer also dass ganz ich das schwer einfach hier Mist. so rein tue? Warte mal, ich brauche hier wieder Oh. Ja. die Stoßstange, die Cool. Ich kann hier Ausgusskamera. reingehen. Ja, Das ist ja eben. was ganz Neues. Bleib da mal, das ist ganz okay. Ja. Ich freue mich auf den Beton von oben. Ah, so, ach Mensch, und wie sich das hier verteilt. Ah, guck mal. Ja, Oh. schön. Warte mal. So, oh, schon vorbei. Ja, weil es nicht weitergeht. Ich muss da tatsächlich Stehe mit jetzt. den Füßen in Zement. Muss ich da jetzt.
Nicht ernsthaft, oder? Muss ich jetzt an verschiedene Positionen von diesem... Ja. Das kannst du doch nicht bringen. So, was ist denn jetzt hier in dem Kästchen? Fahrzeuglieferung beauftragen. Aha, ich wette, ich kann jetzt hier in diesen abgesteckten Laufstall kann ich was reinstellen. Ich frag mich, was. Ein Schnelleinsatzkran, 81 km als einzige Variante. Und das kostet eben mal 3000 Krützel, den hier hinzustellen. Guck doch auf die Karte, da steht's. Ja, so. Möchtest du den Schnelleinsatzkran 81 km für 3000 Krützel liefern lassen? Ja, ab, da steht er. Das ist ja aber ein So. bisschen enttäuschend. Ja, ich hätte ihn echt gern durch die Gegend gefahren. Ja, aber daher Naja, müssen, gut. hätten wir hier den Bausch, also diesen Fahrbahnkran halt eben mal kaufen müssen. Ja, der für 500. Ja, und? Ja. Ja, gut, dann muss ich jetzt hier rum. Ja, jetzt weiß ich, was mir hier fehlt bei dem Gerät. Auch noch so ein Ja. Ton. So, ja. Mensch, Irgendwie. schade, dass sie das nicht bedacht haben. Na. Müsste mal. Oh nein, jetzt muss ich aussteigen und muss die Ladung erst entsichern. Aber das kann doch hier nicht die Idee sein, dass ich jetzt Natürlich, die nehm das doch mal Flatschen ernst, da bitte. so. Ja, das wird auch im echten Leben so gemacht. Wird erstmal alles hingeflatscht und dann holt man sich irgend so einen Kasper Louis, der das alles verteilen muss. Ja, aber ich hätte gern mehr Reichweite, weil guck mal, ich habe jetzt hier den Flatschen da so hingelegt. Und das, also da ist jetzt Oh, ich glaube, hier fertig. komme ich nie wieder raus. Oh. Ja, aber das ist, weil dein Rüssel so kurz ist. Das klappt dann nicht besser. Ja, Da, eben. dein Ausgießer. Deshalb Das ist sage ich aber ja, wäre halt. es ja sinnvoll, da irgendwie mehr Reichweite zu haben, aber das. Normalerweise wird das auch so gemacht. Guck mal, du hast an der Seite jede Menge Rüsselverlängerungen. Also hier solche. Moment. Die musst du da dran bauen. Hier siehst du das. Da, Ja, diese aber kann Wanne. man das Diese. irgendwie? Ja, müsste mal gehen. Da setz dich doch mal rein und guck mal auf die Infotaste. Ja, mach ich doch die ganze Zeit, da steht doch Ach, du nix. machst einen Scheiß. So, was wollte ich denn jetzt hier machen? Ich komme hier gar nicht Ist mehr nur zum Arbeiten, Q wenn ich und nicht E. so wie alles erklären muss. So. Backspace, das ist ja zurücksetzen. Das ist die Handbremse, das bringt mir auch nichts. Komm, hier, da, mach mal. Zeig mir mal, wie das geht. Ach ja, jetzt fährt er den Kran. Das, was ich die ganze Zeit machen wollte, das war das einzige Ziel, was ich in dem Spiel hatte. Danke. Bitte. Ey, das ist, was machst du da jetzt überhaupt? Ich gucke, ob das Spiel mir irgendwann sagt, wo ich damit hin muss. Ja, wir müssen erst den Ausgussschritt machen. Dann kannst du es da oben Ich drauf glaube setzen. auch. Ey, Mann. Oh, dann steige ich mal aus hier. Das ist tatsächlich jetzt auch wieder irgendwie, das dauert wieder länger als gedacht. Ach, Blödsinn. Ich lasse dem Chef da mal eine Chance, dass er sich mit dem Gerät vertraut macht und dann bringt das mir bei. Aber das dann auch in der nächsten Folge. Aber es kann ja echt nicht sein, dass ich da jetzt dann nur so kleine Flatschen da hinsetzen kann und das war's dann. Das ist. Vor allem dann immer wieder das Gerät da umsetzen. Das kann es ja nicht sein. Irgendwie müssen wir es rausfinden. Kriegen wir auch hin. Also, vielen Dank fürs Schauen. Euer KV.